So, Television Transmitter Build, I don't know which part. Okay, ein Videosender bauen, ich weiß es nicht, welcher Teil es ist. So now I've prepared the circuit board that holds the components. As you can see, I've increased the size of the holes. And I've also removed all unnecessary stuff. Wie man sieht, habe ich jetzt hier die Platine, die Löcher habe ich vergrößert und ich habe auch die Sachen entfernt, also den Grat, ich habe sie entgratet. Gut, als nächstes bauen wir jetzt die Teile ein. Ja, das ist ganz leicht. Nehmen wir mal den Stromstecker, wo ich übrigens was abgezwickt habe, wie man sehen kann. Habe ich hier einen Draht abgezwickt. So, das ist die Power Supply Connector and I've removed one part since this is not used in this circuit. But on your Power Supply Connector, just have a look where the connections go. Also, wenn ihr diesen Stromstecker habt, müsst ihr einfach schauen, wo die Verbindungen sind. Okay, jetzt baue ich das Ganze ein. Stück für Stück. Also in das große Loch, logischerweise den Stromstecker. In the big hole, of course, the connector for the power supply. And I make it like that. And then I take the screw. I'm sorry, I take the nut and I mount it. Also ich mache jetzt mal den Stromstecker in die Platine rein, mache den fest. Ich habe mich für diesen Stecker entschieden, weil das eigentlich von den meisten, ja, Netzteilen, sag ich mal, der Standardstecker ist. I've decided to use this power supply connector because from most power supplies this is the standard connector that you will find. But it's now it's working. So tighten the nut, also die Mutter festziehen. I use pliers, you can use a wrench. Ich nehme eine Zange dafür. Ihr könnt natürlich einen Schraubenschlüssel nehmen, weil ich habe keine Schraubenschlüssel zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal welche. And now mount the switch. And there is something important about the switch. Jetzt machen wir den Schalter fest und da gilt es etwas zu beachten. The position where the switch is on, in this case of the switch, is inverted. That means there are the contacts, there are the solder contacts. And if the switch is showing to the solder contacts, it's turned off. If I turn it the other way, it's turned on. Also bei dem Schalter müsst ihr aufpassen, denn wenn der Schalter so ist, dass die Schalterseite, die obere Seite, parallel in Anführungszeichen ist mit diesen Anschlüssen, ist der Schalter auf Ausposition, ja? Wenn man ihn dann umschaltet, ist er auf Anposition. Ihr müsst ihn also in Anführungszeichen verkehrt rum einbauen. Wir gehen davon aus, dass unsere Platine so da ist. Dann müssen wir den Schalter so, Moment, so einbauen. Das mache ich jetzt fest und dann zeige ich es. So, the switch needs to be built in like this. Okay, just wait a moment, I'll tighten the screw. So, screw has been tightened. Switch is going to be built in like this. Der Schalter wird so eingebaut. Wenn man jetzt hier auf die andere Seite schaut, built it in like this. Because. Whoops, that's the wrong way around. Ups, das ist genau verkehrt rum. I'm sorry, es tut mir leid, das ist genau verkehrt rum. Wir machen also die Schraube wieder locker, beziehungsweise die Mutter. Dann drehen wir den Schalter um 180 Grad. Genau. Und bauen ihn wieder fest. So, I'm sorry, the switch has been turned around 180 degrees. The nut has been tightened again. And here we go. That's the switch. As you can see, it has to look like this. This is the switch. Okay? And also you're going to need to solder something, but since I'm running out of memory on this memory card, I just show you how to screw in the rest of the components. Here is the RCA connector. Then you take this part here, which is some kind of spring. Also hier ist die Chinch-Buchse, das ist eine Art Feder, die macht man dahin. And then you're going to screw it on the circuit board. You tighten the nut and it's going to hold. Also man macht dann die Mutter wieder fest mit einem Schraubenschlüssel, den ich nicht habe, oder einer Zange, die ich habe und das wieder die Fuschermethode ist. Aber hey, es funktioniert. So, the RCA connector's ground connection is now electrically connected to the connector of this, of the circuit board. Also you could use the thing that comes with this RCA connector and solder it to the circuit board to get a better connection, but in most cases this will hold. So you can use this, also man könnte auch noch das verwenden hier. Man könnte das dann zwischen die Chinch-Buchse einbauen und könnte es da festlöten. Dann hat es sicher Kontakt, aber normalerweise, wenn man das gescheit festzieht, also wenn man das gut festmacht, hat es schon Kontakt. Okay, now do the same thing with the other RCA connector.
Jetzt mache ich das gleiche mit der anderen Chinch-Buchse. Schraube sie also fest. Und wie gesagt, im nächsten Video muss man dann löten. Aber das zeige ich, wenn die Speicherkarte ausgetauscht wurde. Denn das sind schon so viele Videos auf dieser Speicherkarte, dass die einfach mittlerweile voll ist. So. So, now this is the other RCA connector. And I'm tightening the nut. And I'll show you that you have to solder some stuff. But this is going to be made in the next video. In the next video I'm going to show you how to build in the LED. Im nächsten Video zeige ich, wie man die LED einbaut. Und dann muss man noch einen Widerstand machen. Also, mal, here is the nearly final version. Just imagine the LED sitting right there. So, the LED is now... So, this is how the face, if you want to call it like that, of your video transmitter is going to look like. Power input, on-off switch, power indicator, audio and video inputs. Also, das ist die Frontseite sozusagen von dem Videosender. So sieht die dann aus. Wir haben hier den Eingang für den Strom, den An-Ausschalter, die LED, die Bereitschaft, also Betrieb anzeigt, und die Audio- und Videobuchsen. Gut, und das Ganze wiederum kommt dann später, aber wie gesagt, später, hier auf diese Platine. So later on, this is going to be mounted on this circuit board. Okay. Now I'll change the batteries and the camera. Camera's memory card or... okay, I'd rather change the camera's memory card. I don't want to run out of memory. Meanwhile, I'm recording that. Although the camera says I still have around about 5 minutes left for recording. But no, I'll change the memory card and then we'll be right back with the video transmitter project. Okay, also ich tausche jetzt die Speicherkarte von der Kamera und dann zeige ich euch, was ihr löten müsst. Ihr müsst nämlich dann ein bisschen was löten.